viele gehen davon aus, dass zwischen Musik und Religion ein besonderes Verwandtschaftsverhältnis besteht. Man ist ergriffen von religiösen Praktiken, von Musik. Also irgendwo scheint es da eine Verwandtschaft zu geben. Ist die Frage, wie eng diese Verwandtschaft ist. Und ich glaube, dass eine musikästhetische Analyse doch sehr deutlich auch herausstellen kann, dass dem musikalischen Leben bestimmte Strukturen zugrunde liegen, Spannungsverhältnisse, Verhältnisse zwischen Tönen, Rhythmus, Melodie, Harmonie, die entscheidend dafür sind, was als schön empfunden wird und was als nicht so schön empfunden wird. Und in der Religion ist doch also der Bezug zum Transzendenten, also zu dem, was unzugänglich ist, zu dem, was dem Menschen verschlossen ist, was nicht kommunikabel ist, konstitutiv. Man kann jetzt fragen, ob über die Religion, über die Musik auch so bestimmte religiöse Gefühle transportiert werden, aber ich würde da eine deutliche Differenz sehen. Also die Religion hat es immer mit dem Transzendenten, dem Unzugänglichen zu tun, währenddessen die Musik oft einem sehr nahe kommt.